Sie sehen hier die Schaltung für eine Relais-Tast-Memory-Steuerung. Man nennt so eine Schaltung auch ein T-Flip-Flop. Das T steht für Englisch Toggle und das heißt, Toggle ist ein Kippschalter. Mit einem einzigen Taster kann ein Relais mit seinem Verbraucher eingeschaltet werden. Wenn der Taster einmal gedrückt wird und dann losgelassen wird, bleibt das Relais eingeschaltet. Wenn einige Zeit später der Taster erneut gedrückt wird, wird das Relais mit seinem Verbraucher ausgeschaltet. Die Schaltung wurde entworfen von Thomas Hale und von mir nachgebaut. Wir sehen folgende Elemente. Da ist der Timerbaustein NE555, dann der Schalttransistor, ein BC337. Wir sehen zwei Leuchtdioden und wir sehen das Relais geschützt mit einer Diode, damit dieser Transistor keine Stromrückschläge durch die Induktionsspannung des Relais erhält, was eben beim Ein- und Ausschalten bei Relais der Fall ist und für die angehängten Bauteile eine Gefahr darstellt. Die Schaltung wird durch den Ein-Ausschalter über Minus eingeschaltet und bleibt nachher mal ruhig. Dieser Kondensator ist ungeladen. Der Ausgang des Timerbausteins ist tief. Und wenn nun dieser Taster erstmals gedrückt wird, gelangt eine 0 Volt Spannung über den Taster an die Ausgänge 6, den Threshold, und an den Ausgang 2. Am Eingang 6 passiert nichts, weil der reagiert auf eine Spannung nahe am Maximum. Der Trigger, der Eingang 2, der reagiert aber nun auf diese 0 Volt Spannung und setzt das Flip-Flop so, dass der Ausgang hochgefahren wird auf nahe Maximalspannung. Diese Spannung überträgt sich auf die Basis des Schalttransistors, der schaltet durch nach Minus und damit liegt dieses Relais gegen Plus im Stromkreis und zieht an. Ebenso leuchtet diese Diode. Im ausgeschalteten Zustand leuchtet diese Diode. Wenn der Schalter weiter gedrückt bleibt, bleibt die Schaltung ruhig, weil sich dieser Kondensator nicht aufladen kann. Erst wenn der Taster losgelassen wird, kann sich über diese hohe Ausgangsspannung und über diesen 10 Kiloohm Widerstand dieser Kondensator aufladen. Solange der Taster geschlossen bleibt, wird eine allfällige Ladung auch über diesen 1 Kiloohm Widerstand abgeleitet. Deshalb ist die Schaltung sehr stabil, auch wenn der Taster weitergehalten gedrückt bleiben würde. Beginnt also nichts zu blinken oder wird instabil. Dieser Kondensator ist nun durch die hohe Spannung aber aufgeladen und wenn in einem späteren Zeitpunkt der Taster jetzt wieder gedrückt wird, gelangt diese hohe Spannung sofort auf den Anschluss 6, den Threshold, und der
setzt das Flipflop zurück und der Ausgang 3 ist wieder tief. Damit wird der Kondensator wieder entladen und liefert beim nächsten Mal die Spannung 0. Der Stromverbrauch dieser Schaltung ist im Ruhezustand 2 bis 4 mA, beim eingeschalteten Zustand Stromverbrauch etwa 20 bis 30 mA. Die Schaltung hat sich im praktischen Gebrauch von allen Varianten, die ich getestet habe, als die betriebssicherste und stabilste erwiesen. Die Temperaturstabilität ist sehr gut. Der NE555 wird bis zu einer Temperatur von 0 Grad Celsius verwendet. Darunter sollte man einen anderen Baustein, den SA555, verwenden. Und nach oben habe ich diese Schaltung mit einem Föhn bis auf etwa 50 Grad aufgeheizt. Und da hat die Schaltfunktion noch absolut stabil funktioniert. Dann ist auch hohe Luftfeuchtigkeit, zum Beispiel bei diesem Taster, ist bei dieser Schaltung kein Problem, weil es braucht wirklich eine gut leitende Verbindung in diesem Taster, um die Schaltung auszulösen. Beim Taster ist wichtig, dass er nicht brennt, sondern eben möglichst sauber schaltet. Beim Kondensator habe ich einen kleineren verwendet, statt 10 Mikrofarad nur 100 Nanofarad. Damit wird dieser Taster etwas flinker und es passiert weniger, dass man Aussetzer hat beim Drücken. Sie sehen hier den Versuchsaufbau der Schaltung, im Hintergrund ein Messgerät, das den Schaltvorgang des Relais anzeigt, den Schalttransistor BC337, eine Leuchtdiode grün für den Einschaltvorgang, Leuchtdiode rot für den Ausschaltvorgang, der Kondensator 100 Nanofarad, und der Timer-Baustein NE555. Dann der Ein-Ausschalter, ein Taster, der eigentlich ein Klingelknopf ist, und ein Mikroswitch. Verwende beide Taster, damit man ein wenig sieht, dass der Taster wichtig ist für die Funktion. Ich schalte jetzt mal ein. Die rote Leuchtdiode brennt, die Anlage bleibt ruhig. Drücke diesen Klingelknopf und das Messgerät hat angezeigt, dass das Relais geschaltet hat. Die Leuchtdiode grün brennt. Ich kann hier längere Zeit den Schalter gedrückt, den Taster gedrückt halten, da passiert nichts. Dieser Klingelknopf hat schon ab und zu einmal Aussetzer. Besser sind eigentlich diese Mikroswitches, die eigentlich sehr flink schalten. Auch wenn man länger gedrückt hält, bleibt diese Schaltung ruhig. Schalte nochmals aus, nochmals ein. Die Anlage schaltet jetzt immer aus im Auszustand. Ich hatte versucht, einen 20 Mikrofarad Spannungsstabilisierungskondensator zwischen Plus und Minus zu schalten und dabei ist dann die Schaltung mit 1 aufgestartet und deshalb habe ich das wieder entfernt.
Im Übrigen hat diese Schaltung sehr gut und stabil in den praktischen Versuchen abgeschnitten. Ich lösche noch das Licht, damit man die Leuchtdioden etwas besser sieht, und mache nochmals ein paar Schaltbewegungen. Voilà. Hier noch das Beispiel einer gedruckten Schaltung. Vorne eine Schraubleiste, ganz links und rechts Plus und Minus. Dann zwei grüne Kabel an den Schalter und drei Ausgänge des Relais. Das Relais, ein kleines Fernsteuerungsrelais, die Leuchtdioden. Die Schaltung wurde mehrmals umgebaut, deshalb sieht das so komisch aus. Eigentlich die Schaltung hätte Platz auf der Größe einer Briefmarke. Ich zeige nochmals die Funktion. Voilà.